Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe, glaube ich, wirklich noch nie so spontan ein Video gestartet wie heute. Denn ich bin eigentlich gerade in meinem Büro, wie ihr sehen könnt. Und ich habe mir ganz spontan überlegt, dass ich euch heute mitnehmen werde und euch zeigen werde, was ich den ganzen Tag so esse. Denn it's the week of the month. Ja, ihr könnt euch ja denken, was gerade ansteht. Und da isst man ja immer ein bisschen mehr als sonst. Und meine Freundin ist auch gerade im Büro. Die ist zwar jetzt gerade nicht hier, weil sie ein Meeting hat. Und wir werden euch so ein bisschen gemeinsam mitnehmen, weil wir haben immer beide gleichzeitig the week of the Monat. Ne? Deswegen gönnen wir uns immer gerne zusammen. Wir treffen uns dann auch immer sehr gerne und essen gemeinsam, weil wir einfach so den gleichen Vibe haben in dieser Zeit, weil wir gerne einfach viel essen. Und ich werde es dann nachher kurz in die Stadt gehen. Also die Stadt ist gerade hier von unserem Büro und hole mir erstmal eine leckere Frühstücksbowl. Denn ich habe nämlich vorhin entdeckt, dass es hier in der Nähe so Acai-Bowls und so gibt. Und ich liebe das gerade zum Frühstücken. Ein bisschen was Gesundes zum Starten. Und ich habe nämlich heute noch gar nichts gegessen. Wir haben jetzt aber auch erst 7:45. Das ist noch ein bisschen früh. Ich bin noch ein bisschen verschlafen. Aber ich freue mich sehr auf den Tag. Denn I love food und ich weiß, wir werden sehr viel essen. Wir haben uns jetzt auch fürs Abendessen verabredet, dass wir wirklich den ganzen Tag zusammen fooden. We love it. Und ja, also ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten natürlich. Und ich muss mal ganz kurz gucken. Ich bin nämlich hier mit dem Trottinett. Ich habe hier das Trotti mitgenommen von meinem Freund. Elektroscooter, das ist sehr praktisch. Und ich glaube, ich habe mit dem Elektroscooter, ja, 2 Minuten. That's okay. Geschlossen. Nee, du hast doch offen. Nee, die haben heute gar nicht offen. Nee, Leute, ich habe mich jetzt so gefreut. Die haben gar nicht offen. Die öffnen erst am Mittwoch. Warum haben die am Dienstag zu? Nee, jetzt bin ich also echt enttäuscht. Gut, hier haben sie aber auch... Nee, ich habe noch was anderes gefunden. Da gehen wir halt hier hin. Okay, und wo ist das? Ah, das ist sogar noch näher. Passt. Dann gehen wir einfach dorthin. Gelöst das Problem. Ich war schon so ein bisschen traurig. Wollte schon fast heulen. Aber nur fast. Also ich gehe jetzt hier hin, Energie Kitchen. Und das sieht ja einfach unnormal lecker aus. Die haben hier so Smoothies und so Bowls. Oh mein Gott, Leute, ich liebe so Essen. Ich sage euch ganz ehrlich, vor allem so zum Frühstück. Mm. Ja, das wäre ein teures Frühstück, ne? Yeah. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß halt nicht, welche App ihr benutzt, aber ich benutze hier die App Flo und ich finde die sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also man hat ja auch immer so meine täglichen Einblicke. Man hat allgemein auch so ganze Artikel, finde ich sehr spannend. Man sieht auch die letzten Zyklen, die man hatte. Und ja, auch hier zum Beispiel Zyklusverlauf. Kann man mal gucken, ob es regelmäßig ist, wenn man einen Eisprung hatte. Finde ich sehr, sehr spannend. Auch ob er normal, im normalen Bereich liegt oder nicht. Wie gesagt, hier habt ihr dann so Blogbeiträge oder so, sowie Stories, wie auf Instagram. Finde ich sehr cool. Mit so Illustrationen, richtig schön gemacht. Also wirklich ein Herzensempfehlung. Man muss da ein bisschen was zahlen, aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe Ihnen schon erzählt, dass wir Time of the Monat haben. Deswegen essen Ach heute. So. Time Goals. Of the Month. Sie hat nur einen Kaffee genommen. Healthy! Und ich habe mir jetzt so eine Bowl bestellt, aber ich glaube, es ist nicht so das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Aber egal, ich brauche was zu frühstücken. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. So Leute, das ist die Bowl. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hätte ich irgendwie nicht erwartet. Sieht fast aus wie eine Acai-Bowl. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, wie es schmeckt. Also Leute. Wow, mega kalt. Und? Ja doch, also ist mega erfrischend. Mhm. Also ich sehe auch Sago. Himbeere. Passt, ne? Ist lecker. Mhm. Und? Ist erfrischend, oder nicht? Nee, ich kann nicht so Wasser, aber es ist so. Ja, also ich finde das Frühstück gerade perfekt so. Ist mega frisch. Das ist ein Smoothie. Ich habe mich gerade gefragt, was wir zum Mittag essen. Zum Mittag? Nein, das geht nicht. Zum Mittagessen, genau. Ja, was essen wir? Wir müssen wieder so ein Brainstorming-Ecke machen. Zum Abendessen kann ich gar nicht gehen. Dachte ich eher so an Burger. Und Mittagessen nicht. Subway Sandwich hätte ich mega Bock.
Was schaut denn weh? Wir haben meistens immer auf dasselbe Lust. Das ist echt praktisch, weil wir sind nicht so Freundinnen, die immer jemand ist was anderes. Wir haben immer so denselben, in diesem Moment denselben Lust. Ja, Vibe, ja. Ja. Okay, das heißt, wir holen Subway Sandwich mit extra Käse. So Leute, wir holen uns jetzt zu Mittag. Zu Mittag? Zu Mittag. Ey, ich kann kein Deutsch mehr, egal. Ich hab mein Handy auch vergessen. Natürlich gar nicht. Und wir holen uns, wie gesagt, Subway Sandwiches. Eigentlich mochte ich nicht so gerne Subway, aber ich schwöre, wegen ihr, ich lerne irgendwie, ich mochte kein Bubble Tea, ich mochte das nicht, aber wegen ihr fange ich irgendwie immer an, die Sachen dann zu mögen, weil ich sie halt ausprobiere. Ich freue mich, weil ich habe jetzt schon ziemlich Hunger und also wir können ja immer essen. Und dann später gibt es noch ein Znüni, ein fettiges, süßes Znüni. Ja, was habe ich heute? Was sagt man da? Wie sagt man auf Deutsch? Ein Nachmittagssnack? Nein. Hä, bin ich blöd? Ich sag die ganze Zeit so Schweizerwörter, ich weiß auch nicht warum. Gut so? Ja. Oder noch nie raus, okay. Das ist Zwiebeln? Gern Salat. Und Salat, gern. Joghurtsauce. Ja. Und ein bisschen Salz, wenn es geht. Oh, Leute! Richtig Bock! Habe ich jetzt diese Sandwiches hier. So. Also. Boah, es riecht so lecker. Weil es ist dies. Weiß nicht. Sorry, jetzt das ist Omega. Du hast Zwiebeln. Ah, okay. Okay. Also. First of all, das hier ist meins. Ich mache, wie gesagt, ich zeige euch mal ganz kurz, wie es aussieht. So. So sieht meines aus. Ich habe hier Zwiebeln drin, Chicken Teriyaki, extra Käse und ich habe noch Salat drin, Joghurtsoße und that's it. Ja, was hast du drin bei dir eigentlich? Machst du immer rein? Salami. Ich bin sehr basic. Dann nehme ich noch Guacamole. Ach, stimmt, das kann ich eigentlich auch machen. Und Salat und Gurken. Stimmt, Guacamole ist eine gute Idee. Aber es hat auch extra, ne? Aha. Und gut? Also, ich finde diese Combo echt mega nice. Also, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Probiert das mal, so wie ich das gemacht habe. Mit Sesambrot. Mega lecker. Wie gesagt, extra Käse. Weil extra Käse macht es eben aus. Das ist so dieser Touch. Wir gucken jetzt Bachelorette. Yeah. Auf der Schweiz. Yeah. Bisschen Trash-TV ist immer gut. Trash. Essen und Trash schauen. Ja. So richtig dummer Inhalt, aber egal. Einfach Spaß, darüber zu reden. Und ich finde ja, Bachelorette aus Deutschland ist irgendwie niveauvoller aus von der Schweiz irgendwie. Ja, keine Ahnung. Oder die Produktion. Ja, die Produktion finde ich besser und ich finde, die Menschen sind irgendwie, glaube ich, nicht ganz so fake. Oder es ist nicht ganz so gescriptet. Aber bei mir auch. Sorry. Es ist nicht ganz so gescriptet irgendwie in Deutschland, finde ich. Also bestimmt auch, aber in der Schweiz ist es wirklich ganz, ganz schlimm. Also, die können euch das gar nicht angucken, was ich auf Deutsch ist, aber glaub mir, es ist nochmal anderes Level von Cringe manchmal, echt. Könnt euch noch ein bisschen angebissenen Anblick. Ja, also, wir essen jetzt und ich würde sagen, wir hören uns später wieder. So Leute, wir sind jetzt ready und on the way für unser Snack, Nachmittagssnack. Vor allem Snack, also wir haben hier doch ein bisschen was vor. Es wird nicht nur ein kleiner Snack, das wird schon so eine Gönnung. Die Gönnung vor dem Abendessen. Also ich habe jetzt eigentlich vorgehabt, dass wir zuerst zu Royal Donuts gehen und uns dort Donuts holen. Und dann holen wir uns noch einen leckeren Bubble Tea. Voll süß. Also ich will nicht wissen, wie viel Zucker das dann alles zusammen beinhaltet, viele Kalorien. Aber egal. Heute ist Gönnungstag. Heute ist the day of the weekend.
keine Ahnung, was hat eigentlich mit Tag ist, aber ich esse eigentlich immer so. Genau. Und das Wetter, Leute, ist richtig brutal heute. Wir haben richtig Sonnenschein, es ist richtig warm. Brutal, ey. Ey, ich fresse immer mit ihr so viel, habe ich das Gefühl. Vor allem mit ihr esse ich wirklich viel. Groß. Ich glaube, wenn ich mit jemandem essen gehe, dann bist du halt schon so, vor allem du. So, dass wir sagen, komm, wir machen so einen Esstag oder so, komm. Wir wollten mal extra 2 Stunden Zug fahren, nur damit wir in so ein Restaurant gehen können. In den Five Guys. Genau, ja. Haben wir immer noch nicht gemacht. Nee, wollten wir eigentlich machen. Wir wollten doch so einen Esstag machen. Naja, jetzt machen wir ihn heute, ganz spontan. And here it is. Oh. Das sieht alles schon so lit aus, Leute. So, Leute, die Donuts haben wir geholt. Jetzt holen wir uns hier noch Bubble Teas. Und ich nehme immer den hier. Den Brown Sugar Daddy. Richtig lit. Und du nimmst? Ich nehme den. Ich nehme den. Okay. So, Leute, wir sind wieder zurück. Wir haben jetzt hier unser Snack. Snack. Und, also erstmal, warte, ich zeig mal ganz kurz, welche Donuts wir uns hier gegönnt haben. So, Leute, wir haben uns hier einmal mit Nutella-Füllung geholt und mit Bueno-Füllung. Passend dazu natürlich voll mit Kalorien diesen Bubble Tea. Da ist brauner Zucker drin irgendwie. Und welchen hast du dir geholt? Litchi. Litchi hat sie sich geholt, genau. Ich bin immer ein bisschen mehr Zucker als sie. Ich muss immer noch ein bisschen meine Lage übertreiben. Also, machen wir es jetzt gleichzeitig hier rein. Warte, ja. Ich muss das noch kurz ready machen. Okay. 1, 2, 3. Fail. Bewertung. So. Yeah. Erstmal schön umrühren. Oh. Ich habe ein bisschen zu gut gemeint mit umrühren. Du musst jetzt mal die probieren. Die, wo poppen. Ja, weil meine sind diese gummigen Bubbles und ihre sind die, die platzen. Das ist voll fein. Die ist ja hoher komisch, aber auch. Findest du? Also ich sag dir ganz ehrlich, das ist einfach eine Gewöhnungssache, weil ich finde die jetzt auch komisch. Die musst du ja auch kauen. Ja, aber... Ja. Ich weiß schon, was du meinst. Das ist eine Gewöhnungssache. Keine Ahnung, Bubble Tea ist irgendwie nicht so meins. Also, es ist schon zum zweiten Mal, aber... Irgendwie ist es schon komisch. Aber... Ich trinke das auch eigentlich nur, weil ich diesen Geschmack im Getränk lecker finde. Ich könnte ja auch sagen, die sollen mir gar keine Bubbles reinmachen. Eigentlich schon, ja. Aber dann muss ich keinen Bubble-Tee trinken. Ich glaube, du könntest das easy einfach. Weil ich liebe das Getränk, so wie das ist. Aber ich werde sowieso den Rest, den wir nicht essen, werde ich mitnehmen. Dann muss Leart und Leo da, glaube ich. Also ich mache jetzt hier so einen Taste-Test. Ja, komm, wir tun jetzt auch so. Was ist denn hier eine Füllung drin? Ja, gut, Bueno ist doch hell. Oh, ja. Okay. Warte. Es hat einfach richtig süß. Erzähl mal, wie meinst du so? Vor allem noch mit dem hier. Schon süß, aber ist geil. Ich probier ihn mal, ne? Ja. Boah, vor allem mit diesen Dingern dran. Ist halt schon geil. Weil ich liebe die aus Cornflakes. Kennst du die? Was ist jetzt hier? Ich hab Bock auf diese Schokolade. Ich finde es besser. Okay. Dann. Weil ich liebe diese hier. Diese Kinderschokolade, diese. Wie mal. Wie sagt man den? Und die sind mega nice, diese hier. Der ist gut, gell? Der ist mir fast ein bisschen zu süß hier. Der ist nicht so süß. Das heißt, der ist für meinen Freund, den nehme ich mit. Den fressen wir. Der ist echt lit. Ja, den nehme ich noch ein bisschen, ne? Ah, oh. Der ist halt nicht so süß, finde ich. Der noch nicht. Der ist wirklich zu süß. Also, der ist echt zu süß. Die Bueno-Füllung ist a little bit too much. Ich hätte eigentlich gerne eine Bunny-Füllung gehabt. Das haben sie aber nicht.
Boah, ich habe so viele Bubbles. Guck mal. Bei dir übertreiben sie echt immer. Ja, wirklich so. Komm du so weg. Wir haben nämlich eigentlich so einen Burgerladen hier. Da sind wir eigentlich immer hingegangen, aber da hat uns eben die letzten paar Mal ein bisschen enttäuscht. Aber wir wollen dem eigentlich nochmal eine Chance geben. Weil wir waren da wirklich jahrelang immer dort, haben immer dort Essen bestellt. Mhm. Das hat so einen Burgerladen mit mega litten Pommes. Also die Pommes sind halt wirklich lit. Also. Und auch der Käse. Und auch die Soße und so. Mhm. Ja, eben deswegen wollen wir eigentlich da nochmal hingehen. Wir könnten halt heute. Was? Also wir könnten halt entweder dort essen, draußen, weil schönes Wetter ist. Mhm. Oder wir essen hier und gucken Temptation Island. Du, das zweite klingt verlockend. Ja, aber das Ding ist, es ist halt eben nicht immer so schönes Wetter, ja, Mann. Schon. Aber wir gucken halt schon gerne Trash-TV. Aber schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr eigentlich so esst, wenn ihr so eure Woche auf dem Monat habt. Würde mich interessieren, weil ich glaube, einige haben echt ganz komische so Konstellationen. Die essen wirklich komische Sachen zusammen. So Cravings. Weil ich habe das, also ich habe schon auch Cravings, aber ich bin mehr so, ich bin auch der Vielfresser. Ich habe auch die ganze Zeit Hunger. Mhm. Das habe ich. Leute, tschüss. Oh. Wir gehen jetzt essen. Wir haben bis vorhin gearbeitet. Und wir gehen jetzt essen. Ich habe richtig Bock drauf. Burger. Und ja, es ist richtig warm draußen. Also wirklich perfektes Wetter. Zum draußen. Ja. Sorry für die laute Musik, aber wir sind jetzt hier im Restaurant und wir bestellen uns hier immer den Cheeseburger mit Secret Cheese Mix und diesen Pommes dazu, die sind richtig lecker. Und ja, ich hoffe heute ist es echt ein bisschen besser als die letzten Male, sonst bin ich echt enttäuscht. Jetzt kommen wir hier nie mehr hin. Ah, ich gehört. Wenn der heute nicht wieder besser ist, kommen wir hier nie mehr hin. Okay, mal schauen. So Leute, die Musik ist leider immer noch hier, aber so sieht der Burger aus. Das sind die Pommes. Die Pommes sind wirklich mega nice. Also das sind wirklich die besten Pommes. Oh mein Gott, dann noch mit Ketchup. Das ist so eine Favorite Bacha Soße, die ist auch. Und das ist der Burger. Also ich bin sehr gespannt. Wirklich, also geschmacklich ist der echt gut, Leute. Deswegen bin ich jetzt echt gespannt, wie der schmecken wird. Jetzt könnt ihr mich ein bisschen besser hören, weil sonst geht's gar nicht. Bitte gönnt euch. Richtig schön, knackig und mega gut gewürzt. Also die Pommes enttäuschen mich hier nie. Boah, kann der bitte einfach gehen? Ich schwöre, es geht mir so auf die Nerven. Ich hasse Musik beim Essen. Aber gut. Ah, hier ist Ketchup. Geht nicht. Und hier noch eine Cola bestellt. Die aber null Kohlensäure hat. Also null. Aber egal. Bin sehr gespannt. Ui, ui, ui. Das fällt neben doch alles auf. Oh mein Gott, ja. Das Fleisch ist aber nicht gut. Es ist nicht so wie immer. Weil geschmacklich finde ich es wirklich lecker, aber das Fleisch ist mir einfach zu fest durch. Ich mag das nicht so, wenn das Fleisch so hart ist. Ich mag es halt mehr so medium. Deswegen, ja. Aber so sieht der Burger aus von innen. War früher wirklich unser Favorite. Ja. Nee. So Leute, das Restaurant will, dass wir noch fetter werden. Wir haben das gerade aufs Haus bekommen. Weil sie gekannt wird. ja, Schokoladenkuchen. Also das sieht ja extrem lit aus. Oh. Ja, der ist warm. Der ist warm mit einer Füllung drin. Das sieht ganz gut aus. Also der ist ganz warm. Ich wollte eigentlich gar kein Dessert mehr. Aber ich meine, wenn wir schon Gras bekommen, dann sagt man ja nicht nein. Ne? aber der ist echt lecker. Gerade so ein krönender Abschluss fürs Video, ne?